the sides. They're shooting at me here. Komm, lass mich. Da sind noch ein paar, ne? I'm taking heavy fire over here. Aber Gott sei Dank nicht wieder so ein riesen Suppression. Ja, doch, die beiden. Von allen Seiten, ne? Das trifft keiner. Okay, okay. Könntest versuchen, komplett durchzusprinten und den Ethereal zu töten. Ist allerdings zu press, das macht es ein bisschen schwierig. Komm, killen wir erstmal ihn hier. Den muss oder so weg. Oh, komm mal schon. Gott. Mike Brady. Also, Mike Brady? Was? Was spricht er da? The Scout ist von. Also wir haben hier unten noch eine runtergeflogen, ist, ne? Ja, du ist komisch. Ja, löst es jetzt aus, ist okay, du bist ein Scout. Hier ist es ganz schön brenzlig. They're trying to flank us. Und das suppressed. Also wenn ich drauf halte und treffe. Wäre es ein Suppression Mania gewesen. Hier steht noch. Ich muss das machen. Ja, Smash. Du bist die beste Hoffnung für den Gallop Chamber. Du bist auch die beste Hoffnung, dass wir diese Mission heil rauskommen. Und wir haben ein Backup. Das steht direkt neben dir. Ja, okay, okay, komm, Heldenaktion, go. Manchmal nicht gut. Er hat viel zu viel AP. Und nur 74%. Sie hat Doppelherz, oder? Sie hat keinen hohen Rang, also kein Doppelherz. Wahrscheinlich. Du, warte. Hier. Wir gucken so vor. Sie hat ganz viele Perks und so, aber sie hat kein Doppelherz. Ja. Das war wahrscheinlich gerade einer der größten Fehler der letzten Zeit. Sah schön in meinem Kopf aus, aber so wird es nicht. Das heißt, wir haben jetzt einen wichtigen Char mit 3 HP hier hinten stehen. Er wird sie einfach killen. Also eventuell ist ihr Rang hoch genug, dass sie so ausblutet, statt instant zu sterben. Eventuell. Keine Ahnung, 50% Chance oder so. Nächstes Problem ist, da er nicht tot ist und nicht mal angekratzt ist, was alles gegenheilen wird gleich, ist der immer noch übernommen und wir haben keinen Disabling Shot. Das heißt, er könnte Two Tiers hier zum Beispiel umschießen. Das ist
alles einfach nur riesiger Mist. Ja, du musst hier weg, sonst haut der dich um. Wir haben nirgendwo Deckung, verdammt. Order confirmed. On the move. So, du kannst mit Mindmush ihn wieder zurückholen. Nee. Hätte ja klar umkommen. Was ist mit Psy Inspiration? Remove Mindfray and Panic, aber nicht. Kannst du pressen, ja. Kannst einmal regulär schießen auf 17%, ne. Geht's nach? Und suppressed. Unsere Einheit. Während wir umgeben sind von feindlichen Einheiten, suppressen wir unsere eigenen Einheiten. Okay, pass mal mit euch beiden. Du kannst ruhig eine Suppression einfangen. Danach kannst du dich selber heilen. Du gehst schon mal in Richtung von dem. Licht gleich verbunden. Smash. Hier selbst. Okay. They're moving around the side. So, Grenadier haben wir noch und nur noch den Grenadier. Ich sollte einfach nur weglaufen. Ja, lauf hier einfach nur weg. Ich kriege jetzt noch einen Suppression-Ding rein. Den lasse ich daneben. Okay, danke Spiel. Go, 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 go. Jetzt haben wir wenigstens die Gegner so vor und rechts neben. Was war das? Was zur Hölle? Vor allem. Ja, vor allem war das auch diejenige, die suppressed hat. Das heißt. Das war die Ausblutende. Ich starre nur noch in Horror auf dem Bildschirm. Deckt die Flanken! They're on the brain in death over here! Wenigstens das, aber was machst du jetzt noch? Beep, beep, beep. Ja, tut mir leid für die Hardcore-Spieler unter euch. Aber ich spiele nicht Hardcore, kein Iron Man. Ich werde das neu laden müssen. Ich habe am Anfang zu viel vergeigt, ich hätte nicht komplett mittig vorlaufen müssen, wie so immer. Aber es klappt halt meistens in letzter Zeit, weil wir doch eine recht starke Truppe haben. Aber jetzt hat es nicht geklappt. Das heißt, ich gehe auf das und mach Restart Mission. Jo. Oh, das war zu übel. Vor allem. Ja, alles. dass die ausblutende Lady da noch mit einer Granate beworfen wurde. Das war für mich der Hammer. Strike 1 ist authorized to assault the alien craft. So, Motion Tracker. Go. Ich hätte gerne eine Wand an der Seite da. Das UFO ist in der Richtung, ne? Okay. Ja, dann geh dahin vor und dann versuchen wir schon sich rechts zu halten.
jetzt nicht springen. Ja, gut. Okay, alle Mann auf den Hügel. Let's do this. Yes, sir. Alle zusammenbleiben, eine Wand an der Seite haben und dann schön schräg sich dem UFO nähern. Ohne dass von den Seiten sich Truppen da kommen können. Und es waren nur zwei Gruppen, ne? Aber was für Gruppen? Heavy Floater können echt garstig sein, vor allem mit dem Area Suppression. Macht einen riesen Unterschied. Und den habe ich nicht auf dem Plan gehabt. Also ich weiß echt nicht, ob das bei dem Aufdecken des Trupps mit angezeigt wurde, das Vieh, oder nicht. Wenn ja, habe ich es übersehen. Das kam aus dem Nichts, der Serie für mich. Hat einfach mal so unsere Einheit übernommen. Okay, I'll check it out. Solid copy, Commander. Affirmative. Moving out. Alle da hoch. Schöne Reihe, damit alle auf einmal suppressed werden können. Da fehlt ein Platz. Na gut, wir haben eh keinen aufgelegt, dass wir den stehen. Als Offizier, ne, so ohne Deckung, werden alle da kauern. Ja, da ganz hinten ist was. Tracker sagt Feinkontakt. Okay. Dann löst den einen Trupp jetzt bitte aus. Und es ist kein verdammter Ethereal dabei. Gut. Dann. Yeah. Jetzt wieder zurück. Und die hier müssten eigentlich auch alle irgendwie zurück. Weil, da sind die von Kiba. Geht mal an die Wand hier. Ja, lass sie dann kommen. Und mit dir... Ich weiß nicht warum. Ich wollte Smash schon wieder hier hinschicken, um wenigstens den noch vorher zu töten. Da war jetzt Smash mit seinem komischen Minecraft-Turm noch gar nichts getan. Geh zurück. So. Was denn hier in Telekinetic Field? Alle zu schützen. Und der Rest geht in Ort. Okay. Ja, der landet jetzt bei. Oh. Das war der Truppe. Wir haben mich flankiert! Kann mir jemand helfen? Das ist kein Problem, wegzukommen als Scout, das ist in Ordnung. Okay, zwei Suppression könnten eventuell, ganz, ganz eventuell wie. Oh. Und schön. Rakete. Ich hab da ganz kurz drei aufblinken sehen. So. Going hot. Oh, nur ein. Was mehr. Du läufst mal wieder in Gefahr rein, ja. Aber das ist überschaubare Gefahr. Du bist am Sprinten, das ist nur ein stinknormaler Floater. Und der schießt nicht mal auf dich. Komische Chaos. I'm alright.
Kreis, wir haben eine Einheit weggemacht. So, Philipsmo bleibt erstmal da. Ich hätte gerne mehr Granaten da hinten, aber da komme ich nicht an. Philipsmo muss weg, damit die Viecher näher hier rankommen. Das heißt, du sprintest jetzt bitte. Bis nach da. Mit deinen tollen Reflexen, die hoffentlich helfen. Okay. Und dann geht der Medic hinterher. In die Ecke. Heilt ihn erstmal. Heilung auf dich. Go. Und dann noch ein intelligenter Field. Okay. Du kannst deinen Spot annehmen. Und hier die Feuerlinie weiter auffüllen. Jetzt müssten sie eigentlich kommen. Okay. Ich hab Geduld. Nach der letzten Mission will ich nicht nochmal da irgendwie da machen. Hier zurückziehen. Verstanden, sicherer. Ja, die Beobachter. Ja, ich weiß, dass sie da sind. Müssten sich aber auch noch mal zeigen. Also einen Ball hinwerfen bringt ja auch nichts, wir haben keinen Sniper. Ah. Jetzt kommt ein Area Suppression, ne? Nee, okay. Ja, dann hol den doch mal runter. Das waren jetzt 2 von 5. Steady. Nee, lass Smash hinten, da bringt es nichts hier vorzurücken. Das Smash kann eh nicht draufschießen wegen der Shotgun und ist dann eventuell nur ein Ziel für anrückende Dings da. Ja, auf den hätte Smash vielleicht schießen können, ist ja fast am Baum dran. Aber das Souls schießen immer zu früh mit ihrer Schrotflinte. Die warten nicht, bis sie 100% haben. Schießen mit 20% schon. Down. Okay, also 3 von 5. Sind auch 2 Heavy Floater. Da bin ich jetzt auch zuversichtlich, dass ich vorrücken kann, ohne dass die mir was Großartiges antun. Außer ich stolper wieder in den Trupp rein. Also beim Vorrücken auf jeden Fall Scanner gerne anwerfen. Und oh. Oh, warte, 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 warte. Da ist jetzt einer richtig, aber ein anderer ist gerade darunter gehuscht, oder? Ich glaube, das war die Ablenkung. Ich glaube, das war ein Ablenkungsmanöver. Der eine ist gerade nur vorgeflogen, um den anderen da unten, den Versteckten, nicht auffallen zu lassen. Ja, sag ich doch. 93% daneben. Aber gut, ich habe auch einmal neu geladen, das ist in Ordnung, wenn die auch mal, ne? Bisschen Glück haben. So, es ist nichts weiter aufgedeckt, also bin ich zuversichtlich, dass wir die beiden hier geknackt bekommen, diese Runde. Die Nummer 2. Grenade
Im Notfall bekommt einer von denen noch eine Command-Fähigkeit. So, Rapid Fire auf dich. Gut. Und kill. Erfolgreich den ersten Trupp von vermutlich 4 erledigt. Wow.